Söhne sitzen auf dem Dach. So, 9 Uhr morgens. Ich hab gepackt. Auf zu Marcel. Die halbe Deutsche Bahn streikt, aber irgendwie geht das schon. Tschö. Ich gehe kurz in Mediamarkt schauen, ob ich ein Universalladegerät fürs Auto finde. Habe ich jetzt nicht gebraucht, aber könnte von dem noch nicht werden. Ich stehe im Mediamarkt, dann spricht mich random so ein Mitarbeiter an. Kann ich Ihnen helfen? Dann habe ich ihm erklärt, was ich suche. Ein Universalladegerät fürs Auto halt, ne? Laptop-Netzteil mit diversen Anschlüssen. Und dann meinte er so, ich könnte noch im Netz schauen, aber sowas gibt es eigentlich nicht. Vielleicht finde ich dort irgendwas, aber das kann ich wahrscheinlich vergessen. Ich so, okay, gut, danke trotzdem. Ich suche so weiter im Geschäft rum und finde eins in seinem eigenen Geschäft. Okay, perfekt. Und Ehrenmann? Ich warte hier in Basel schon eine halbe Stunde, ich werde eine weitere halbe Stunde warten und dann geht's direkt heute nach Göttingen. Wenn Marcel denkt, dass ich heute Abend fahre und morgen früh ankomme, der weiß nicht, dass er heute schon ankommt. Ich habe das mit Lisa abgesprochen, wir haben keine Ahnung wie. Ich bin wahrscheinlich dann einfach da und er rechnet nicht damit oder so. Momentan ist gerade Streik und so, deshalb warte ich hier eine Stunde. Immerhin fahren noch ein paar. Der fährt einfach in 3 Minuten. Ich krieg sogar noch hin, später dran zu sein, wenn ich eine Stunde warten muss. Das ist ein Talent von mir. Licht. Boom. Gutes Wetter, gute Aussichten. Gute Aussichten. Naja, es hält sich in Grenzen. Gutes Wetter, angenehmes Temperatur, genau. Angenehm warm. Ich hatte spontan Lust, zu Marcel hochzulaufen. Aber Lisa will mich nicht lassen. Also, ich bin die Diskussion jetzt einfach umgangen und schreibe dann, dass ich da bin, kurz bevor ich dort bin. Die geht davon aus, dass ich auf dem Bus warte. Ah ja! Der Velofahrer, der gerade durchgefahren ist, einfach aus wie Michael Jackson auf Wish bestellt. Für Papus. Esel. So. Ja, aber du musst ja so filmen, dass wenn er kommt, dass man ihn sieht. Oder willst du ihn erst hier oben auf der Stufe erschrecken? Ich stelle einfach alle drei auf. Pass mal auf. Weg. Von unten irgendwie so, dass sie stecken. Ah, stimmt, hier am Boden oder so. So sieht man, glaube ich, was. Jetzt habe ich hier noch eine dritte drin. Die nehme ich zu mir rein. Drei Kameras. Das wird ein bisschen schwierig mit der. Ah, doch, passt. Er passt. Ich sitze in der fucking Mülltonne drin. Wir erschrecken den einfach gleich, wenn er hier vorbeiläuft. Noch irgendwas, um die Kameras zu synchronisieren? Ich nehme einfach einen Schrei. Genau! Ey, vorhin ist ein Passant vorbeigelaufen und ich habe genau dann rausgeschaut. Kann ich mal darüber reden, dass ich zum zweiten Mal in 4 Wochen hier bin? Gefühlt. Ja, ne? Jetzt kommt er. Jo, er kommt. Kommst du hier rein, Schatz, dann können wir einen rauchen. Nee, kannst du bitte mal kommen? Was?
Was denn? Nix. Wow. Hallo. Moin. Surprise. Hallo, ich bin früher da. So, mein Lieber, ich weiß auch, warum ich gestern geflüstert habe mit Domi. Gut, oder? Hallo. Hä? Hä? Kommentar dazu. Wie, hast du das schon aufgenommen, oder was? Ja. Ach, ist doch scheiße. Hier ist die Kamera. Hier ist doch eine. Hier ist doch eine. Sieht man einen Marcel beim Autoradio einbauen. Ja. Alle Vorbereitungen für einen Trip, Mensch. Muss sein. Am Abend vorher. Am Abend vorher, genau. Und kurz vorher ist Red in meiner Mülltonne. Wer hätte das gedacht? Das ist ein Bild, wo man den Windows-Papierkorb sieht und der angeschrieben ist mit Renatos Videoqualität. Ach, schmiss die Kuss. Wir lieben dich. Türke, Türke. Worauf hast du Bock? auf was zu essen? Wollen wir einfach Burger-Schnitzelparadies nehmen? Vorspeisen, Salate, Burger haben die. Was? Das Burger-Schnitzelparadies hat Burger? Oh mein Gott. Guck, schon wieder Ameisen. Drei Stück. Ja, Schnitzel. Stirb. Ja, aber darf ich nicht. Ah, ja. Ist der Strom drauf? Ich dachte, der hat die Sicherung rausgenommen. Perfekt. Du filmst aber nicht jetzt nicht mal einen Arsch hier, ne? Ich glaube, der ist nicht drauf. Sehr gut. Ein Bravi. Vielleicht schon, keine Ahnung. Scheißegal, dann schneid es doch raus. So, jetzt können wir schon Soundtext testen. Text vorhin. Soundtext. Ich bleib hier mal so. Sicher? Nee. Rein theoretisch müsste alles funktionieren nach Marcel. Ja. Bin ich gespannt. So mit der Atmosphäre, der Sonnenuntergang. Gut, funktioniert. Perfekt. Kurzer Einwurf hier zwischendurch. Wir sind ohne Subwoofer gefahren, haben dann Musik über meine Musikbox gehört, weil wir haben den Subwoofer nicht zum Laufen gekriegt. Ich muss vielleicht was sagen, sonst kriegt keiner mehr irgendwas mit. Samstagmorgen, wir gehen einkaufen. Das stimmt, ja. Das It was at this moment. Oh nee, bist du ver. Oh nee, nicht aus dem Winkel, das kannst du aber sowas von haken. So. Um Gottes Willen, Alter. Das war nur noch keine, wo wir hinfahren. Lidl, okay, passt gut. So, wir haben Zeugs gekauft: Essen, Trinken. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Und Laufgaben für den Hund. Frauen haben wir gekauft und Drogen. Man sieht richtig meine Männer. Ja, keine Ahnung. Wir fahren erst so in 3 Stunden. Packen, weiß nicht. Das Auto vollstopfen. Man sieht's dann. Charlie! So, es ist jetzt 12 Uhr fast, also halb 12, und wir sind endlich losgefahren. Genau. Hallo. Oh mein Gott. Kofferraum voll, hier links von mir voll, vorne voll, bei mir voll, Auto voll, alles voll. Wir sind auch schon voll, ne Spaß. Was? Du sagst vorne voll, nur weil wir jetzt. Ich hab bei mir auch voll gesagt. Okay.
Mann. Warum füllst du da diese Leine? Ja, voll getankt, voll gepumpt. Räder gepumpt, jetzt geht's los. Es mehr oder weniger. Los. Es geht los! Erste Station von deiner Mutter. Ja. Okay, jo. Kannst du nochmal sagen? Was hängt mit Marcel? Jedes Auto, was teurer ist als 100.000 Kilometer, immer Lichthupe und grüßen, weil man weiß ja nie. Oh mein Gott, Red Scheiß Perspektive! Genau, wir sind jetzt am ersten Stopp, die externen Steine, ne, die externen Steine. Oder wie Marcel sagen würde. Ja, Leute, ich hab verstanden. Entschuldigung. Ja, bin gespannt, wie das wird. Die sind 40 Meter hoch irgendwie in einem Wald drin und nach irgendeiner komischen Liste auf der Top 10 der deutschen Touristenattraktionen, keine Ahnung, irgendwas. Also Top 500 oder so. Ja. Es sind hohe Steine. Und guck mal, hier gibt's auch Scheißhäuser. Oh, ich muss pissen. Perfekt. Ja, mal schauen, was das wird. Irgendwie was aufnehmen. Gerade auf oder ruckelt ein bisschen? Bleibt der Stream geradeaus? Nein, der fährt um eine Kurve. Dingens, Drohne ist auf dem Gelände nicht erlaubt. Ich glaube, das habe ich vorhin schon gesagt. Was wollte ich? Ich wollte irgendwas aufnehmen, sonst habe ich es vergessen. Verdammt. Du hast gesagt, Drohne ist nicht erlaubt. Ja, aber ich wollte irgendwas anderes. Oh, come on. Bitte, sieh mal deinen Stream. Ja. Perfekt. Ich habe echt vergessen, was ich sagen wollte vorhin. Wir waren jetzt bei der ersten Station und fahren jetzt weit.
das reicht eigentlich auch schon. Könnt ihr euch mal näher zusammensetzen? Mein Gott. Schatz. Ja, das reicht auch. Okay. Das Ding hat nur noch 25% Akku. Ich habe noch 3 mehr. So, Marcel, zeig mal. Wir hinterlassen, wie alle braven Touristen, noch unseren Müll. Wir wissen aber noch nicht wo. So, ich habe die hier noch gekauft dort oben. Das war das, was ich vorhin sagen wollte. Wir sind jetzt wieder im Auto und fahren zur nächsten Station. Ja. Ja. Vielleicht fliege ich noch kurz mit der Drohne rum, keine Ahnung. Das wird echt schwierig schlussendlich. Ah nee, das sind sogar 4. 360 Grad Kamera, Hero 8, Hero 9 und die Drohne. Das wird echt fucking schwierig, das zu synchronisieren. Ja. Da schneide ich. Oh fuck, dort hinten wären Drohnenaufnahmen gewesen. Oh. Nach Datum sortieren könnte funktionieren. Stimmt, ja. Ja, stimmt. Gut, habe ich das hier gesagt, dann vergesse ich das nicht. Wobei, nee, halt, wenn ich am Schneiden bin und an der Stelle hier bin, habe ich es ja schon gemacht. Stimmt. Hoffentlich denke ich dran. Okay, schön. Ja, stimmt das. Gut, habe ich das hier gesagt, dann vergesse ich das nicht. Wobei, nee, halt, wenn ich am Schneiden bin und an der Stelle hier bin, habe ich es ja schon gemacht. Stimmt. Hoffentlich denke ich dran. Okay. Plot-Twist, ich habe nichts dergleichen gemacht. Ich habe das von der Hand sortiert, ups. Das ganze Auto macht das. Leute, ich habe mich gerade erschrocken, weil ich mich nach links gedreht habe und dort fett Marvins Fresse im Fensterspiegel. Was ist der Durchfall, man? Ich bin Durchfall, Mann. Ich hab einen Auftrag. Ich hab einen Auftrag. Tim? Ja? Hast du ein Problem damit, im Vlog dabei zu sein? Ja. Gut, das kommt rein. Ich wollte hier rüberspringen. Das hat nicht so gut geendet, glaube ich. Was? Ihr macht da aber nicht euer Geschäft oder so. Kein Kommentar. Was ist da? Da kann man ein bisschen mehr hin. Bisschen mehr? Hallo, du Ohr! Jerry, ich auch Hallo sagen? Ja, natürlich, warte, bis hier. Aber ich, war das nicht? Na du? Moin, du. Ich Jerry ist übrigens sehr schön geworden, ne? Ja, wir sind hier in der zweiten Station. Toll. Ja, perfekt. Schön. Er liebt dich. Also du ihn? Liebst du ihn? Was? Was? Er kommt wieder! Oh nein! Schön. So, es ist jetzt 5:30 fast. Wir haben die zweite Station hinter uns. Also wortwörtlich hinter uns. nächstes ist Dortmund. Wer ist dort nochmal? JP Performance und wer hast du gesagt? Also JP Performance, Marco Degenhardt, also Halle 77 und Sydney Industries. Okay, habe ich nichts davon gehört bis jetzt, deshalb war ich ganz so verwirrt. Ja, heute noch, oder wie? Ja, okay. 100 Kilometer. Okay, ja, dann. Bis in 100 Kilometern, Leute. Tschüss. After all we've been through,
Leute, ich habe beim Schneiden gerade eine optische Illusion gefunden. Wenn ich das hier drehe, sieht es aus, als würde Marcel einem hinterher schauen. Und Lisa natürlich auch, aber Alter, was? Copyright Alarm! So, jetzt will ich wieder was bestellen. Was? Scheiße, schade, lief die Kamera gerade nicht. Ich habe die Eule hier, die ich gekauft habe. Falls es ein Uhu ist, Entschuldigung. Ich habe die hier nach vorne gehalten und die so. Ich hab das mal die Müllkühle geflogen. Das pustet die auf, bitte! Wir haben so ein bisschen so, als ob man ein kleines behindertes Kind dabei hat, was sich vom Müll freut. So, nächste Station bei JP Performance war alles voll. Jetzt Halle 77. Nie gehört vorher, aber kenne ich jetzt. Du musst dir vorstellen, JP macht halt so alles so neuere Autos, weißt du? Und ja. Halle 77, hier Marco Dinghardt, der hat halt wirklich so die Oldtimer. Der hat sich auf Oldtimer spezialisiert. Ja. Und der hat sehr viele schöne Autos da, wirklich. Wirst du das sehen. Okay, bin ich gespannt. Darf man filmen, weißt du das? Ich denke schon, klar. Okay. Und so, sonst sagst du garantiert deine. So, moin, wir sind jetzt in McDonald's, immer noch in Dortmund, alle waren in Dortmund. Boah, das ist schlecht. Nice. Wir essen jetzt hier kurz was und dann geht's wieder weiter. Wir sind jetzt größtenteils fertig. Mir fällt gerade auf so ein bisschen. Ich habe echt so Eckzähne hier, die aussehen wie Reiszähne. Egal. Wir sind fertig. Wir fahren gleich weiter. Campingplatz. Nee, freier Parkplatz. Der freie Parkplatz in Monopoly. Vielleicht liegt Geld rum. Ja, okay, tschüss. Leute, gönnt euch den hier. Windows Script Host. Riesenfurz, was? Ja, entweder ist es ein Riesenfurz, der sich bei mir gerade zusammenbahnt, oder ist es Sachen, die durchschlagen. Okay, perfekt. Ich fange hier an zu filmen. Marcel droppt den. Ich hab Durchfall. Was heißt der Durchfall, man? Ich bin Durchfall, Mann. Aua. Ihm drückt das Arschloch. Ich glaube, das wird der wohl erste Vlog, den du auf deinem Kanal je hochladen wirst. Maybe. Keine Ahnung. Wir gehen Schlafplatz suchen, finden Dingens, Bummens, fahren dahin. Nachher ist es, ich meine, es ist erst 8 Uhr. Ja, gucken wir mal. Ja. Wir stehen ja auch früh auf, ne? Wir müssen früh im Essen sein. Ja, genau. Wir sehen dann. Nach 200 Metern links abbiegen auf Planetenfeldstraße. Planetenfeld?
Ja, beruhig dich, Alter, beruhig dich. Planetenfeldstraße. Moin, wir sind jetzt wieder weiter. Oh, es ist kalt. Das Ding ist, jetzt sehe ich euch nicht mehr, weil ich hier, ja. Oh. Jetzt sehe ich wieder den Mittelfinger. Ja. Ja. Das ist nicht so ein genau. Boah. Leuchtet doch nicht so. Das ist das personifizierte schlechte Internet. Oh mein Gott, da ist jemand, da ist Spaß. Da ist was? Das, ich hab verstanden, das ist der Eisbärmann. Ja, der Eisbärmann, der kennt dich nicht. Hä? Die Wolke? Die ist heute nicht da. Was? Okay. So, okay, darf ich jetzt reden? Wir sind jetzt hier in... Essen. Essen. Ja, nicht trinken. Wir sind jetzt hier in Essen angekommen. Hier ist... Jesus, wo wir das Licht umdrehen, alle einfach so. Oh. Ist das nein, da ist es ja dunkel. Ich kann schon. Die Videoqualität wird noch scheiße, aber das habt ihr letztes Mal selbst zu verdanken. Ich kann mich aber dran gewöhnen. Ich muss nur lang genug reingucken. Siehste. Jetzt ist das so ein einhelliger Punkt einfach, weil ich das Licht ausgemacht habe. Ja, wir sind jetzt in Essen bei Justin. Mr. Pinking? Pinking? Lol. Justin, genau. Ja. Wir übernachten hier irgendwo, keiner weiß wo, außer er. Hinter dir. Der Typ, der sich so komisch beleuchtet, weiß wo, wahrscheinlich angeblich hier, okay. Das ist unser Startplatz. Ja, cool. Wir sind jetzt in Essen umgekommen und das Video wird hier eigentlich gut beendet werden können, aber es klingt gerade so stumpf. Ich müsste jetzt hier so ein bisschen was zusammenschneiden, ein bisschen anständigen Schluss machen, dass das alles passt und so. Und ganz ehrlich, ich habe einfach gerade keine Lust. Danke und tschüss. Und ich stehe basically einfach gerade nur hier und weiß nicht, was ich sagen soll, aber irgendwie war da noch was, aber irgendwie auch nicht und ich mache jetzt einfach aus. Oh! Guck mich direkt so ein komischer Typ an. Oh, gleich was essen. Das Zelt steht jetzt hier. Oh, warte, man sieht nichts. Das Zelt steht jetzt hier. Ich bin da gleich drin. Und ansonsten, ja, oh mein Gott, das ist überall. Das ist 10 Uhr, weg ist um 6 gestellt. Gute Nacht. Ich bin gestern Abend erst um, keine Ahnung, 12 Uhr eingeschlafen oder so. Man hört auch schon Marcel lachen und ich bin das hat aber noch andere Gründe. Boah, ich bin so oft aufgewacht. Straßenbahn hat gehupt, Krankenwagen oder Polizeisirenen. Und das war mindestens fucking viermal ist hier wer vorbeigekommen. Mitten in der Nacht. Und anstatt dass die vorbeigelaufen sind und die Fresse gehalten haben, haben die mit ihrer Taschenlampe auf das Zelt geleuchtet und gesagt, oh mein Gott, da steht ein Zelt. Da campt irgendwer. Gott. Oh. Im Hintergrund wieder. Ich mach jetzt ein paar Liegestütze, Kreislauf in Schwung bringen. Und dann mal schauen, was hier raus wird. Achso, Red. Was? Diese Flaschen hier, ne? Ja. Oh, egal ob groß oder klein. Da ist was drauf! Ja. Wir werden nicht zerknittet! Ja. Ich hab eine gefunden. Sie hat eine Pepsi, die hat eine Pepsi gefunden. Ich das guck, war, ich sag, was stimmt denn mit dir? Das war vor den alle los. Ich stimmt, das gerade auch noch erzählen. Ja, weil wir keinen Pfand auf den Flaschen haben, zerknüllen wir die und entsorgen die dann am richtigen Ort. Und ich muss mich erstmal noch daran gewöhnen, dass man die hier nicht zerknüllen darf. Und Söhne sitzen auf dem Dach.
Ah ja. Bastardo, Bastardo. Schade. Promise me you'll get me through. Just tell me I can do this too. For everything we fight to never lose. Cause everything we want, oh, is everything we need. Just like I need you, oh, it's just like you need me. Mach mal Pause. Die Straße, die man da zuletzt gesehen hat, die, da kann ich dich auch aufklären, warum da so viel Krankenwagen und Polizei. Das ist die Straße in 1 unserer Problem. Da ist, ich glaube, zwei, dreimal die Woche Schießerei. Ah, ja, moin. Und wir haben direkt daneben gepennt, oder was? Nee, ja, daneben. Negativ, negativ. Wir haben hier aber noch voll viel. Alter, das hier von ich bring dich irgendwann um. Moin! Morgen. Moin. 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 Morgen. Das ist meine Simulation, dass ich laufe. Okay. Das ist pfeifert. Ich bewege mich, aber ich stehe. Das ist meine Simulation, dass ich laufe. Okay. Das ist pfeifert. Ich bewege mich, aber ich stehe. I am Achilles. Oh, gleich was essen. Hi. Und von uns machst du Mauerfotos. Hallo, mach doch nicht auf Posieren. Du musst das weiterlaufen lassen. Dann lass mich zum Auto gehen. Red. Hä? Ja. Wieso? Er ist doch auch markiert. Er sieht es doch auch. Ja. Oh, nee, ne? Du kannst mich doch nicht immer aus dem Winkel filmen, Alter. Nee, ist doch schlimmer, ja. Du glaubst doch noch dicker. Ja, echt. Ihr seid so böse, ey. Nee, 1 Stunde 20. Wir wollen zum Auto eine rauchen. Du siehst aber auch jedes Mal aus. Ey, rabier's dich, was ist das jetzt aus, als würde ich mich umbringen wollen? Jetzt mal sieht das doch aus, als würde ich mich umbringen wollen. Good morning. Du wirst auch ständig zugeparkt. Stehst du random? Oh, meine Kamera läuft. Wir sind gerade in Essen. Wie habe ich bitte meine Maske auf? Das geht ja gar nicht. Ich habe das glaube ich gar nicht gesagt. Doch, gestern. Fuck. Ist durchgehend Stress. Ne, Spaß. Also, was hast du deine Verteidigung zu sagen? Gar nichts. Okay. Lisa? Gut, die Möwe heißt also Lisa. Wo hast du das gefunden? Alter, schau, guck mal, jetzt haben sie richtig Speed drauf. Ja, Leute. Was soll ich sagen? Da liegt der eigentliche Kameramann. So läuft das hier. So läuft es hier. So läuft es hier. Weißt du, wir sitzen hier wunderschön am Baldeneysee. Jetzt kurz was sagen? Baldeneysee. Baldeneysee, wie? Baldeneysee. Baldeneysee. Und die pennen einfach. Kann man aber auch verstehen bei dem geilen Wetter. Das ist übrigens die erste Aufnahme, die ich mit Red seiner GoPro mache.
Wer es findet, darf es behalten. Okay, er hat mir jetzt sein Portemonnaie hingeworfen. Ja. Wenn er es dir an den Kopf schmeißt, gehört es dir. Ist die Frage, soll ich das jetzt behalten oder? Ich leg's mal zu seinem Handygeräten hier. Handygeräten vor allem. Ja, Leute, heute der Plan geht folgendermaßen. Wir werden jetzt bald, ich denke mal so in den nächsten Viertelstunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde, werden wir Richtung Köln düsen. Und in Kölle werden wir dann wahrscheinlich beim Dom live gehen. Also, das ist alles jetzt in der Vergangenheit. Also, ihr werdet das dann schon gesehen haben. Also, keine Ahnung, warum ich das mache. Tschö! Justin hatte gerade eine hervorragende Idee, und zwar machen wir jetzt so eine richtig geile Transition. Das heißt also, ich werde jetzt hier wusch machen und dann sehen wir uns dann gleich im Auto, denke ich mal, irgendwann wieder. For everything we hope to never lose, 'cause everything we want, oh, is everything we need. Ach, cool, Mann. Tschüss. Tschüssi. Hallo. Tschö. Jo, das war's mit Essen, mit Justin und mit guter Laune. Ne, Spaß. Wir fahren jetzt weiter nach Köln. Stimmt, hast du vorhin schon gesagt. Du musst es nochmal aufnehmen, weil ich habe dieses Wisch gemacht. Was? Ich hab gesagt, so, wir machen jetzt einen Spezialeffekt. Dann habe ich sie mit der Hand auf die Kamera gewischt und du musst die Szene beginnen mit. Okay. So dieser klassische 2016 Vlogger-Move. Genau. Es passt halt einfach hinten und vorne alles nicht zusammen. Aber egal. Ich habe das jetzt so geschnitten, dass es passt alles zusammen und jetzt nehme ich den halt nochmal rein. Nur damit wir den Teil auch gemacht haben. Da sehen wir uns dann gleich im Auto, denke ich mal, irgendwann wieder. Boom! Plotwist, ich habe alles drin gelassen und habe jetzt einfach nur den Effekt genommen. Warte, nicht, das bedeutet ja, dass der Rest jetzt kommt. Okay, ich werde gleich alles verstehen in 5 Minuten. Ganz ehrlich, jetzt verstehe ich nichts mehr. Wir fahren jetzt erstmal eine Weile. Schön! Wir müssen mal rechts. Was, auf Schöpfing? Kurz und knapp, ich war am Anfang beim ersten Roadtrip-Teil zu faul, 3 Stunden Aufnahmen durchzugehen und zeitlich zu sortieren, was mich wahrscheinlich um die 10 Stunden gebraucht hätte. Vernünftige Entscheidung, denke ich mir jetzt mal. Und deshalb sind ab und zu mal 360 Grad und normale Aufnahmen vertauscht. Heißt, hier ist eine Aufnahme vom Abend, da ist wieder eine vom Tag, dann kommt wieder eine vom Abend und so. Die stimmen ungefähr schon vom Verlauf der Reise her, aber nicht so ganz. Lisa und ich sind 10 Tage in Ägypten gewesen, ne? I want to know you, but I don't know how. 'Cause every time I bump right into you, I get all tongue-tied. Want you to know me, but I'm way too shy. Can't just go around admitting that it's you I like. I wish that I had guts enough to flirt a little, but I'm too scared I'll fail. I wish that I could listen to the voice inside me.
weiß nämlich keiner von wo das ist. Wir sind jetzt in Köln angekommen. Wir gehen jetzt, keine Ahnung wohin. Dom, okay. Dort hinten war die Gamescom normalerweise. Weiß ich nicht. Ich bin mir relativ sicher. Relativ? Okay, okay. Bin gespannt, wie das hier jetzt ausgeht. Hoffentlich gut. Mal sehen, was passiert. Das ist nicht normal. Marcel denkt nur ans Essen. Wir laufen hier vom Dom rum und so, wollen wir nicht mal was essen gehen? Natürlich nur Spaß, wir haben alle Hunger. Also ja. Ich möchte kurz anmerken, dass diese scheiß Kamera mit Premium 360 Grad und Stereo-Audio mit 6 Mikrofonen beworben wird. Ah, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mit den anderen gefilmt. Sorry. Zwei einzigen Aufnahmen reden, die Marcel mit meiner 360-Grad-Kamera gemacht hat. What the fuck? Und ja, ich warte. Zum Auto begeben und dann werden wir weiterfahren Richtung Konstanz. Ich lasse es so stehen. Dröner Anstoß. Ja, wir sind jetzt im Auto. Ich habe vergessen, den Laden zu filmen. Wie hieß der nochmal? Mangaldöner. Ich habe kein Foto gemacht. Das ist der Mangaldöner. Oh nein, wie überall schlimm. Kappa. Von Mangaldöner. Ich habe von der Tüte reicht. Ich habe von der Tüte. Kann man noch ein bisschen. Ja, wir haben einen Döner gekauft beim Mangaldöner. Wie hieß der Typ? Lukas Podolski. Alter, Lukas Podolski, genau. Jeder kennt Lukas Podolski. Ich nicht, lass mich. Ohne Scheiß, ne? Hier. An alle Leute, die jetzt gerade das Video gucken, bitte in die Kommentare reinschreiben, wie lost Nino ist, dass er einfach nicht Lukas Podolski kennt. Oh, lecker. Hä? Leute, ich esse zum ersten Mal einen Döner. Der Moment muss festgehalten werden. Ich meine, da ist nur Fleisch und Soße drin, also ja. Aber trotzdem, wie isst man denn? Lass mich in Ruhe! Ich hab Angst, dass alles rausgequillt, okay? Wie isst man den? Ich hab bisher nur Brot im Mund. Also fahren wir heute noch 600 Kilometer. Ja, was soll ich sagen? Brot mit Fleisch. Ich find's jetzt nicht speziell. Und das liebt man dann so heftig? Ich mein, okay. Wenn man da mehr Zeugs drin mag, als ich hier drin habe, Brot und Fleisch und Soße, ja, dann ist das hier noch mal was anderes. Dann kann ich es nachvollziehen. Aber irgendwie war es mir klar. Weißt du, so von 100.000 Menschen verlieben sich 900.999 und dann kommt Red. Genau. Das klingt echt wieder, als wäre ich das the Special Ed Kid. Gut, bin ich eigentlich auch. Lehrer, ne? Das war die Vorlesung. Ja, mein erster Döner. Okay, wir fahren jetzt aus Köln raus. Wir waren beim Dom, was wir waren bei einem Dönerladen und wir gehen wieder. Das ist eigentlich, wir haben eigentlich nichts gesehen, aber ja, die Zeit fällt halt leider. Sonst kann man gefühlt eine Woche hier verbringen. Keine Ahnung, wir haben jetzt 600 Kilometer vor uns zu Nikon Konstanz. Wenn wir die schaffen, können wir bei ihm schlafen und ansonsten müssen wir uns unterwegs irgendwie einen Schlafplatz suchen. Was davon passiert, werden wir sehen. Okay,
Ja, Marcel hat gesagt, er braucht Hilfe. Okay, dann ziehe ich jetzt 5 Stunden durch. Let's go, Marcel, let's go. Egal. Wir sehen uns in Konstanz höchstwahrscheinlich, nehme ich mal an. Und ja, bis dahin, tschüss zum Zweiten. Everybody staring for days. All they see is just a young pretty face. But I'm trying to get to know you much better. Don't matter how much time it will take. But there's something you're trying to hide. There's something you're keeping inside. But I'm trying to get to know you much better. Hast du den Reißverschluss erfahren? Nee, tschi. So. Jo, es ist jetzt, es ist Hubzeit anscheinend. Es ist jetzt halb elf. Was? Es ist halb neun. Aber wir haben noch etwa. Da kommst du jetzt aber durch. Da fahre ich den Panzer quer durch. Ohne Cap. Es sind Leute leicht getriggert hier, obwohl ich vorhin gesagt habe, immer ruhig. Vielleicht für die, die es nicht wissen, immer ruhig bleiben entspricht etwa dem hier, wenn Leute gereizt sind. Es ist halb neun, wir haben noch 150 km bis Konstanz und wir versuchen hier gerade zu tanken, aber hier ist komplett überfüllt und wir stehen hier gerade meine Fresse, ey. Ja. Stell dir mal das vor. Marcel regt sich auf, Lisa meint ruhig bleiben, dann regt sich Lisa auf und meint Marcel ruhig bleiben, dann ist es wieder umgekehrt, dann ist es wieder umgekehrt. Ich kriege von hier hinten so passiv alles mit. Er macht ganz gemütlich, ja. Dieses Scheißding dazu. Wieso beeilt er sich denn nicht ein bisschen? Ruhig, alle ruhig, alle ruhig. Ich leg mich auf, wenn ich mich da höre. Ja, wir tanken jetzt, fahren dann noch weiter nach Konstanz, können dort bei Nico pennen. Nico, ne? Ja. Alter, ich komme Namen, das ist schlimm. 1,50 hier. Billiger als an der Autobahn mit 1,98 auf jeden Fall. Super bleifrei, da ist super bleifrei. Und ich höre jetzt wieder auf, bis etwa Konstanz plus minus. Okay, tschüss. Wir sind am heutigen Ziel angekommen, und zwar bei dem lieben Nico und bei der lieben Peggy. Ich, ohne Scheiß, Brett, ne, du hast heute das Polster, das hast du heute aber sowas von ausgefächert. Also du hast nicht mehr viel Polster bei mir heute. Wie ist denn die Route für die? Ich will es nicht mehr. Ernsthaft, ich will nicht mehr. Willst du auch noch Kabelsonne? Nein. Energy? Nein. Nein. Weil es nicht so ist. Einfach weiterfahren, dann kommt eine Autobahnauffahrt. Fahr ich jetzt nach Köln oder? Nee, du fährst jetzt in den Stau. Was? Guck! Jetzt habe ich einen.
Da ist doch ein Stau. Wutz, guck dir auf den Google. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Das beruhigt dich doch mal, Brauner. Folgen. Das war jetzt sehr dunkel hier alles, aber. Ey, du machst jetzt wirklich, du nimmst jetzt kein Video für einen scheiß Vlog auf, oder? Doch. Das kannst du nicht ausdenken. Auch die schlechten Sachen müssen mit ins Video. Sachen. Wir haben gerade Stau, wie ihr seht. 5., 6., 7., 8. Stau, mein Schatz. Wie viel der Stau ist es? Ne? Erzähl es denen. Marcel ist gerade sehr gereizt. Alter, wir haben es einfach 9, 21 Uhr. Um 22 Uhr sollten wir bei Dings sein. Wir haben noch 200 so ein Kilometer. 200. Wir müssen noch 200 mal jeden Kilometer sagen. Family Friend. Ich ficke auf Family Friend. Moin Leute, es ist 10:45. Wir sind bald in Konstanz, 9 Minuten noch. Ich fahr mal dort weiter mit Labern. Ey, wir sind halt so. Ich weiß. moin. Nee, Matt, das kannst du nicht machen! Er nimmt die ganze Zeit auf. Er nimmt die ganze Zeit schon auf. Okay, reicht uns auf. Scheiß Perspektive, ne? Ich bin fett. Nein. Doch. Blühschicht. Wir sind da. Warum machst du denn das Licht? Mach mal das Licht mal aus. Damit er überbeblendet ist. Überbeblendet. Ohne Licht viel besser. Überbelichtet. Ja, viel besser. Überbelichtet. Sieht natürlich aus, finde ich. Ja. Mein Blick, weil Marcel scheinbar nicht weiß, dass ich jedes Mal Farbkorrektur mache in meinen Videos. Da kommt nicht so die Korrektur raus. Jetzt siehst du aus wie hier, wie heißt der nochmal? Edward von, ne, hier, Twilight. Machst du jetzt Hohen? Du meinst, ich weiß nicht, nochmal. Boah, Alter! Alter! Den Modus, der kein Mensch jemals benutzen würde. Okay, danke, jetzt habe ich auf jeden Fall Sterne. Ein Problem. Marcel, das war die perfekte Vorlage für ein Kompliment und du hast nicht genutzt. Was? Ich hab mich zugegeben. Oh mein Gott, Alter! Ja, okay, wir sind hier. Warte, 2 Minuten 70. Die Aufnahme ist schon 2 Minuten 70, weil wir irgendeine Scheiße gelabert haben. Ja. Mann, das ist, wir sind da. Vor. Marcel übernimmt jetzt. Wir sind am heutigen Ziel angekommen. Und zwar bei dem lieben Nico und bei der lieben Peggy. Ich, und scheiß Matt, ne, du hast heute das Polster, das hast du heute aber sowas von ausgefächert. Also du hast nicht mehr viel Polster bei mir heute. Also kurzes, Schnauze jetzt, so kurzes Fazit für den Tag. Ja, wir haben 600 Kilometer gehabt, Red hat eine Aufgabe gehabt und zwar den ekelhaftesten Forts überhaupt zu bündeln und in das Auto zu koten gefühlt. Wie kannst du, Red? Was wurde dir da alles reingebracht? Ja. Das ist auf jeden Fall die Wahrheit. Die Wahrheit. Oha, bin ich hier so. das ist die Wahrheit. Jetzt sind wir angekommen und jetzt heißt es erstmal zur Ruhe kommen. So. Genau. Laufen, Bier trinken, essen und Spaß haben. Und als Strafe sagt Red jetzt nichts mehr. Also ich wünsche euch gute Nacht. Ja, gute Nacht. Ja. Mitten im Video, gute Nacht. Ja. Also legt euch hier 10 aber. Das ist kein Livestream, Marcel. Das ist kein Livestream. Hallo. Hallo. Servotio, ich bin euer Hammerhammer und die Kamera hält der liebe Red. Ihr seid bei mir im Haus, also heißt es Party bis die Bude kracht. Juhu! Unser Haus. Ja, das ist Mama Hammerama und wir wünschen dem 5 Ender und der Redstone Army viel Spaß zum nächsten Morgen. Genau. Die sitzen draußen am Tisch gerade noch zusammen und labern ein bisschen. Wir haben letzte Nacht andauernd irgendwelche Leute ins Zelt reingelernt. Das ist nach dem Motto, Taschenlampe direkt draufhalten. Und dann ist so, oh mein Gott, da schläft wer aus dem Zelt. Oh, das gibt's nicht. Ich habe so verdammt wenig geschlafen. Ich bin komplett am Arsch. Okay, dann bis morgen früh mal. Wird natürlich dein Namen frühstück schön bei Instagram hochgeladen. Es ist 10:45, wir fahren jetzt. Rosa. Tschüss, ne? Gerne. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Tschö. So, ja, das war's mit Konstanz. Wow. Das klassische Problem. Wir fahren jetzt weiter nach Basel. Zu dem Typen, von dem alle sagen, dass er einen hübschen Namen hat. Halten wir ihn nur noch groß an. Denk nicht, oder? Ja, sonst sind wir das dann. Ansonsten bis Basel, ne? Tschüss. Wir gehen jetzt kurz Vignette kaufen noch. Darf natürlich nicht fehlen. Kurz als Info noch für alle anderen, weil ich das selber auch nicht wusste. Erlaubt es hier, hier,
oder hier? Wusste ich selber auch nicht. Wir sind jetzt in der Schweiz. Marcel fährt auf die Schweizer Autobahn. Zack, direkt Tunnel. Leute, wir sind da, Bastelbad. Hallo, willst du überhaupt drauf? Nee, dann schneide ich dich nicht rein, passt schon. Mehr gibt's nichts zu sagen. Wir sind in einem Café vorbeigegangen. Lisa hasst mich, glaube ich. Setz dich an, wir rauchen. Nee. Rechts in das Green Time. Okay, passt. Wir sind in einem Café vorbeigegangen, haben eine Cola getrunken. Bis es gleich weitergeht, sehen wir wahrscheinlich grillieren. Ist eine super Idee. Einkaufen noch. Wir verbringen jetzt hier eine gewisse Zeit und dann ab nach Bern. Leute, wir gehen jetzt tatsächlich grillieren hier. Ich weiß gar nicht, was ich beim letzten Mal gelabert habe. Was? Für die Deutschen, die das Video gucken, die grillen. Grillen, ja, grillen. Entschuldigung. Grillieren, grillen. Ja, wir gehen braten, Leute. Wir nicht nach Schweizerdeutsch. Wir gehen jetzt gebröteln. Das ist was anderes als grillieren. Grillieren ist auf dem Grill und Brötle ist an einem Stock über einem Feuer. Okay, ja. Wir haben ein Zeugs eingekauft hier gerade im Gop. Kennt sonst auch keiner wahrscheinlich. Und ich versuche gleich ein Feuer zu machen. Und ich werde mich absolut blamieren, weil ich gesagt habe, ich kann es. Wir werden sehen. Was? Feuer? Ja, Feuer. Hä? Das geht einfach so am Rhein. Ja. Du kannst überall ein Feuer machen, wenn ich speziell... Auch wenn da jetzt Menschen sind, können wir das da trotzdem machen. Ja. Es ist nicht verboten. Also, es gibt Tage, da wird es verboten, weil die Brandgefahr extrem hoch ist, weil wir tagelang Trockenheit hatten oder so. Wir sehen gleich, wie es so läuft. Schön. Wir haben hier parkiert. Ich habe gehört, das ist für Deutsche völlig abnormal hier. Das ist ein random Parkplatz, kann man stehen bleiben. Wir gehen jetzt. Aber was ist das für eine Scheiße? Das ist nicht abnormal. Dafür gehst du in den Knast in Deutschland, wenn du sowas machst. Okay. Wir haben eingekauft hier ein bisschen was zum Grillieren. Wir gehen jetzt dann rein runter, machen Feuer, grillieren und fahren nach Hause. Ich erwähne das jetzt kurz im Video, damit Marcel das hinterher sieht, wenn er das Video sieht. Was? Wir haben zu früh angehalten, wir müssen eigentlich noch ein bisschen weiter. Wir laufen die Strecke jetzt und sagen ihnen nichts davon. Bin gespannt, wie Marcel darauf reagiert, wenn er das dann sieht. Hallo? Was ist? Warum soll ich den hier nicht überleben? Ich weiß doch, wie ich zurückkomme. Ich weiß nicht, also, vielleicht knickst du ab unterwegs. Ja, einfach, ich werde auf dem Weg eines natürlichen Todes sterben. Du hast dir wirklich so die Ehre hier genommen. Ja, ich weiß, sag, wie es ist. Es ist halt Tatsache so. Das ist echt ein Schweizer. Würstchen. Ein Würstchen. Okay. Ein Würstchen. Würstchen. Vorher. Ich habe nicht ideale Stöcke hier genommen.
Weil ja, eigentlich niemand darf in die Bühne und ich reise unten die Nächte ab. Ja. Ich kann es probieren. Soll ich die abreißen? Kannst du machen. Wenn du ist aber voll der Rebell, weißt du? Ja. Wir haben zwei Schweizer hier. Einmal der mit dem grünen Daumen und einmal der mit dem schwarzen Daumen. Frage. Nein, nicht! Du kannst doch nicht durch mein Video laufen. Würste raus, alle! Und dein Kugel dann. Ja, Red, ich halte ja schon meine Fresse. Nee, ich meine, wegen dein Handy ist ein Bild. Entschuldigung. Gott, ey, Pussy. Kannst du meinen Schwanz abbeißen? Ich mach noch etwas heiß. Danke. Ich mag die Entenschwänze so nicht. Das weiß Marcel aber auch. Das ist sehr lecker, wirklich, das wird dir sehr gut schmecken. Ich möchte rot. Das ist kalt. Ja, perfekt. So Leute, die Zeit ist gekommen. Ich werde euch jetzt mein Würstchen zeigen. Ja, wir haben da und jetzt guten Hunger. Mmh. Oh Scheiße, das sieht wirklich aus wie ein Penis. Ich schneide dich überall raus, um dich zu sehen, nur so damit ich es gesagt habe. Perfekt. Schön fetten, schwarzen Balken. Hey, listen up, I've tried to tell you this 100 times. Not getting better by lying there, pretending to cry. You on repeat, you can't see shit cause you have closed your eyes. You say you listen, but you're missing what it's all about. That's just another sign of growing up, you're growing old, your life keep passing by. Meine Füße! Wir haben noch Wasser, hast du das selber gesagt? Aber meine Schuhe. Oh mein Gott! So, ich mache versuche mit so wenig Licht wie möglich zu arbeiten. Ich denke, dass du mich wegweisen musst, ne? Alles gut, 5 Minuten der Straße nach noch. Man sieht absolut nichts, egal, ich glaube, es geht so. Wir sind jetzt in Obergoldbach schon fast. Ich werde heute nicht mehr groß filmen, ich werde morgen Vlog weiterfahren. Wir sind heil hier angekommen. Unterwegs gab es nicht mehr groß zu filmen, weil ja, halt alles dunkel und so. Ne? Das schon mal überlebt und wie es morgen weitergeht, sehen wir dann morgen. Tschüss und gute Nacht. Nacht. Gute Nacht. Lisa. Gute Nacht. Es ist jetzt 9 Uhr. Wir haben gefrühstückt, geduscht und wir machen jetzt das, was obligatorisch ist in der Schweiz. Wir gehen auf den Berg. Und zwar auf einen, den man wahrscheinlich schon von 3 verschiedenen Videos von mir kennt, Niederhorn. Wir gehen mit der Seilbahn rauf und je nachdem wie es dann ausschaut, laufen wir zur Mittelstation runter und fahren den Rest wieder runter. Ja, noch ein bisschen Aussicht im Vlog. Okay, tschüss. Noch was im Vlog dazu sagen. Es ist wunderschön hier. Ich bin gerade einfach irgendwie wie in Trance irgendwie, weißt du? Das ist so surreal. Für euch ist das alles so normal irgendwie gefühlt so, ne? Aber ich kenne das halt einfach nicht. Ja. Ich kann mich nur wiederholen. Ich kann das sagen, was ich im Auto gesagt habe. In Deutschland hängen bei Oma und Opa Bilder gemalt im Wohnzimmer, im Esszimmer von so einer Optik.
Und 90% der Menschen werden es einfach nie live sehen, so weißt du? So, ja. Ja, 90 vielleicht ein bisschen zu viel, aber ich denke, ihr wisst, wie ich meine. Das ist einfach, das, ich habe sowas noch nie gesehen und sowas ist einfach, das flasht mich komplett weg. Mhm. Und vor allem meine Schrottkarre und ich hier. Ich liebe dieses Auto, das uns das bis hierher gefahren hat. Gönn dich mal den hier. Übel. Okay, können wir an der Stelle kurz drüber reden, wie sehr mich dieser Fleck auf der Linse hier abfuckt. Oh mein Gott, ich hatte nämlich genau das Problem schon mal. Und zwar bei einem Video, wo ich den Sonnenaufgang hier auf dem Berg so richtig schön drauf gehabt hätte. Mann! Komm einfach hin. Ich bin wirklich geflasht, wirklich. Ich bin echt absolut geflasht. Ich bin mehr als geflasht. Ich sehe aus. Lisa hat es auch geschafft übrigens, Schatzi. Ich habe so weit und ich habe so weit. Alles drauf, perfekt. Oh mein Gott, die Linse ist dreckig. So, perfekt. Oh mein Gott. Was heißt denn perfekt, Alter? Da ist immer noch ein Fleck. Ich habe noch nie mal mit sowas gesehen. Nicht mal ansatzweise. Nicht mal ansatzweise. Hallo. Du hast mich schon wieder ganz drauf. Ich hasse das. Du wirst so Probleme im Schnitt kriegen, ne? Ja. Wenn du das drin lässt, ne? Dann haben wir ein Problem. Oh, ich. Oma, ich hätte ein Ding. Oma. Perfekt. Also, ja, was? Ich hasse dich. Ja, gern geschehen. Lisa wollte es so. Oh Mann! Oh. Hier meine Ansicht gerade. Oh nein, nein. Vorstellen, Marcel und Lisa mit einer 63-Grad-Kamera. Schatz, halt mal. Marcel, Schatz, geht sogar frei. Ach du, ne, mein Vater. Fast so hart wie mein Schuss. Was? Entschuldigung. Die Kamera läuft. Oh. Huch. Lul. Lul, das ist gerückt. Die Kamera läuft übrigens auch. Ja, schön. Steht hier. Achtung, automatische Türe, Füße und Hände fernhalten. Alter. Was? Wind. Moin! Oder war Deutschland T-Shirt? Have you given up? I will never stop. Yeah.
Wow. Und wo findest du jetzt ein einsames Auto? Bis später. Hi. Sehen Sie einen Marcel beim, ich hatte fast Treppenhaus gesagt, Parkhaus hochfahren. Oh, Überbelichtung des Todes, Hilfe. I'm Batman. Was? I'm Batman. So rechts? Rechts. Rechts. Rechts vor links. Rechts! Magisch, magisch. Okay, reicht. Oh mein Gott. Marcel. Okay, wir waren jetzt auf einem kleinen Hügel, ne. Kann es vielleicht sein, dass du immer fehlst, wenn wir essen? Nicht, dass ich wüsste. Ja, wir waren auf einem kleinen Hügel, aka dem Niederhorn, haben wir davon gesehen. Wir fahren jetzt zu mir nach Hause. Kann ich jetzt ein Veto einlegen? Ein Veto einlegen, was? Ja. Lösch die Szene bitte. Ja. Das ist illegal. Das ist illegal, okay, dann never mind, dann habe ich nichts gesagt. Dann Zukunftsred macht das raus. wir fahren zu mir nach Hause, rufe ich meinen Chef an, fahre noch kurz in die Werkstatt. Und heute Abend sehen wir dann noch die restlichen Leute, die sonst noch so rumgammeln hier in der Ortschaft. Kaffee. ja. Ich wollte irgendwas mehr labern, aber ich habe keine Ahnung, was sonst noch. Ja. Schön. Und Nico hat uns. Drauf? Schatz, nee, das geht nicht. Hast du Angst? Schatz, das geht. Nee. Guck mal, was das geht. Dann musst du einfach Schmiste hier eh. Probier das Schnurr, aber ich bekomme kein Wort. Also folgendes, Leute: Schmiste kommt um die Ecke und Lisa schreckt sich. Ihr seid gewarnt. Also. Oh nein! Oh, das ist ein Dofer! Ja, Mann! Zusammen. Bist du bescheuert, Mann? Warum denn ich, Mann? Ich wusste nicht, Mann. Das war... Lass mich durch. Ich will mal Portugiesen in den Arm nehmen. Oha, die halbe Kamera besteht aus Marcel. Ach, hab ich ja schon, hab ich ja schon. Stimmt, ich hab sogar schon zwei. Joel Fabrizio auch Portugiesen. Hubi! Manni! Hi! Manni! Mein Gott! Wie heißt dir? Zwiebeln selber? Ich hab schon gesagt, du warst not im Jungs, dass ich heute... Fuffi, warte. Wir haben dir noch ein paar Geschenke. Was für Geschenke? Ich will keine Geschenke, das bin doch, ich. Doch, doch. Fuffi! Ich hab kein Portemonnaie dabei. Ihr spinnt doch, Alter. Dankeschön für die Live-Donation. Fuffi! Schatz, steck die Scheiße ein. Die Scheine! Das hab ich selber, will ich nicht. Ich habe eine Bitte an euch. Es ist vielleicht echt doof, das hätte ich vielleicht vorher machen sollen, bevor ihr hierher kommt. Wenn sie um die töten. Ich wollte eigentlich, dass ihr jeder von euch irgendeine Kleinigkeit, irgendeine Scheiße, scheißegal mitbringt, was ich bei mir in die Vitrine stellen kann. Fuffi! Fuck, ja. Fuffi! Ja, warte. Ich kann dir meinen Dödel geben. Ja, mein so groß ist meine Vitrine nicht. Ja, das hatte nicht mehr Platz. Sonst hätte ich wahrscheinlich PlayStation 2 Spiele. Nein. Ja, eigentlich wollte ich gerade sagen, wir sind jetzt alle da und warten nur noch auf eine Person. Perfekt. Ich nehme jetzt seit 2 Minuten auf und warte darauf, dass ich zu Wort kommen kann. Hallo! Bro, es braucht keine Worte. Das wird so ein Vlog-Intro. Ein Typ, den niemand kennt. Ja, wir sind jetzt alle da. Wir sind jetzt alle da und keiner hört zu. Was ist denn das überhaupt? Ich saufe nur meiner Woche. Das ist Wasser. Ich verkaufe hier keinen Alkohol an Minderjährige, mein Content. Oh, pass auf, dein Content Zeit. Wollen wir eine Challenge machen? Ich besaufe mich einfach und wir gucken, wie weit ich in der Schweiz komme. Mit dem Auto. So an der Grenze beim Zoll. Oh, schau mal, das ist jetzt ein Hupen. Stimmt, ja. Wie läuft's? Ja, und die war absolut verkackt.
Ich hätte eine geile Idee. Was man dieses Wochenende danach machen könnte. Ja, wechseln. Was hier? Das wollen wir am Abend. Ganz ruhig. Das war nur die Reihenfolge, wer dann in der Mitte sitzt. Wechseln. Ich dachte mir. Leute, ich bin das erste Mal in meinem Leben angetrunken, so wie es scheint. Ich weiß nicht, ich kann es selber nicht beurteilen. Ja, ich weiß halt echt nicht. Alle sind schon gegangen, perfekt. Moin, Michael. Es ist noch so ein halber Marcel ist noch da, ein Viertel Lisa und das da. Entschuldigung. Und so ein Stück, keine Ahnung, ein Stück Stirnband schwebt hier noch rum. Ich war definitiv angetrunken, weil das Stück schwebende Stirnband ist nämlich verkehrt rum. Folgendes. Ich hätte gesagt, verabschiede ich mich hier mal offiziell schon mal. Ganz kurz. Ja. Danke, Red. Von mir nochmal auch. Danke, Red. Von mir nochmal auch jetzt offiziell, wo du jetzt bei mir stehst, dass du das alles zur Verfügung gestellt hast, dass du so viel gefilmt hast. Dankeschön. Nee, gerne geschehen. Ja, ja, immer gerne, immer gerne. Okay, danke fürs Zuschauen und tschüss, gerne wieder. Have you been-